Das hatten sich die Liverpool-Fans sicherlich anders vorgestellt. Sie dachten, sie gewinnen erstmal schnell das Derby gegen Everton, das Merseyside Derby, und dann am Mittwoch, meine ich, gegen Crystal Palace. Und danach hätten sie die Meisterschaft endlich sicher gehabt. Nach so vielen Jahren die Meisterschaft. Aber Everton hatte was dagegen. Sie spielten richtig gut. Ich habe zwar nur die zweite Hälfte gesehen, muss ich ehrlich gestehen, aber da waren sie extrem gut. Da waren sie bissig. Da hatten sie sogar gute Konterchancen, haben den Pfosten getroffen, schöne Spielzüge. Während bei Liverpool, muss ich sagen, ich habe selten so ein schwaches Spiel gesehen von Liverpool. Einige Spieler wie Trent Alexander-Arnold standen komplett neben sich. Also sehr viele Fehlpässe, schlechte Annahmen. Zum Beispiel Fabinho auch sehr unglücklich in seiner Aktion. Ja, Salah war sowieso draußen. Also es war nicht das Liverpool, was man kennt, und dementsprechend, ja, ging das Ganze 0-0 aus. Am Anfang des Spiels kam es aber zu einer höchst kuriosen Szene. Was war passiert? Der Schiri pfiff an und alle Spieler gingen auf die Knie. Das war so abgesprochen worden als Unterstützung für das Black Lives Matter Movement, was ich super gut finde. Ich finde gerade, der Fußball verbindet, und finde ich toll, dass man da ein Zeichen setzt. Wir alle wissen, was in Amerika passiert ist. Also sie wollten dieses Zeichen setzen, aber ein Spieler hatte das irgendwie vergessen und sprintete los. Er rannte los in die gegnerische Hälfte. Er war wahrscheinlich so im Tunnel, dass er dachte, es geht jetzt los, Restart, wir müssen alles geben. Der Schiri pfeift an und instinktiv rannte er einfach los. Es handelt sich um Sadio Mané, und ich glaube, das darf man auf gar keinen Fall böse auslegen. Er hat es wirklich, glaube ich, verpeilt in der Sekunde und ist dann natürlich schnell wieder zurückgerannt. Das Ganze wurde auf Twitter natürlich belustigt teilweise kommentiert, auch wenn es natürlich ein sehr ernstes Thema ist. Er ging natürlich direkt zurück und dann auf die Knie und hat sich angeschlossen. Ja, er war wahrscheinlich wirklich so im Tunnel. Da merken wir doch auch, ja, Fußballer sind doch nur Menschen, sowas kann natürlich passieren. Und ja, ich finde, wie gesagt, das Symbol an sich oder das Ganze zu unterstützen, finde ich top. Ich sage es immer wieder, der Fußball verbindet meiner Meinung nach. Wir haben so viele tolle Spieler aus unterschiedlichen Nationen in den Vereinen, und ich finde, der Fußball kann da wirklich eine Vorbildrolle einnehmen. Und trotzdem, das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass der Fußball auch nicht frei selbst von Rassismus ist. Es gibt immer wieder Zuschauer, Fans, wobei ich will das eigentlich gar nicht Fans nennen, die dunkelhäutige Spieler beleidigen. Das haben wir gerade in Italien zum Beispiel ziemlich oft gehabt in der Serie A, dass sowas vorgekommen ist, was ich absolut verurteile natürlich. Und ja, auch der Fußball selbst muss sich da noch definitiv verbessern. Aber das Symbol heute fand ich definitiv richtig und wichtig. Sportlich muss Liverpool jetzt noch ein bisschen was tun, damit sie da Meister werden. Aber Freunde, da wird nichts mehr passieren, ich bin mir sicher. Und es wäre natürlich höchst kurios, wenn es im Direktduell gegen Manchester City mit der Meisterschaft was wird. Klickt jetzt in die Mitte und kommt zum letzten Video. Da ging es darum, dass Haaland eine Meisteransage gemacht hat, so in Richtung Bayern. Klickt drauf, um zu erfahren, was genau er gesagt hat. Wir sehen uns später wieder, und denkt dran, hatte den Ball richtig flach.